Mein Name ist Fabian Leiminger. Ich führe Sie heute sozusagen durch das Webinar mit durch den Aufbau einer CSRD Roadmap als Teil unserer DFG Essentials Webinarserie. Und jetzt eben genau zu dem Punkt, um den es heute geht, wie wir bei der DFG die CSRD Roadmap für Sie für die nächsten 1,5 Jahre auch mit sehen. Und ganz grundsätzlich sehen wir das durch eine modulare Bauweise, einen Baukasten sozusagen, soll heißen, egal wo Sie sich befinden, gerade auf diese Roadmap können wir dementsprechend mit einsteigen. Was eben aber als ideale Roadmap für uns mit gilt, sehen Sie jetzt erstmal hier auf dieser Slide. Soll heißen, wir bieten eben ein Steuerungsmodul an oder empfehlen das auch bei Ihnen mit anzuwenden, um über all diese einzelnen Schritte der CSRD Roadmap auch ein Auge zu haben und diese eben zu koordinieren und, wie es der Name eben sagt, zu steuern. Das erste verpflichtende Modul, wie gerade eben schon erwähnt, wäre eben dann diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die Sie zeitnah mit erledigen sollen, da die im Erstanlauf auch circa ein Quartal mit dauern wird, bis Sie wirklich eben mit feststellen, welche Themen Sie für Ihr spezifisches Unternehmen mit reporten müssen und welche spezifischen wesentlichen IROs. Als dritten Schritt sehen wir maßgeblich für die weitere Gestaltung der Roadmap mit an, diese wesentlichen IROs und wesentlichen Themen zu strukturieren und zu strukturieren in zwei Teile, die wir gleich auch nochmal mit sehen werden. Der erste Teil ist einmal die Strategie, soll heißen, welche Themen sind bisher strategisch unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt noch nicht mit ausgearbeitet worden oder wenig ausgearbeitet worden. Und diese Themen teilen sich eben dann auf, hier links in den Umweltaspekt, die Umweltthemen von Climate Change bis Circular Economy und eben in die sozialen Themen von eben den Arbeitnehmenden in der Wertschöpfungskette bis zu ihren Kunden und Konsumenten. Und ein zweiter Punkt, in die sich diese Themen aufteilen, ist eben diese Reporting-Themen, die eben schon bei Ihnen im Unternehmen vorhanden sind, aber eben noch gesammelt werden müssen, also einer Datensammlungsstruktur sozusagen unterliegen müssen. Das ist in dem Sinne diese grobe, ideal modular gestaltete Roadmap, wie wir sie bei der DFGE basierend auf der eben gezeigten ISRS-Architektur mit aufgebaut haben. Was Sie jetzt hier auch nochmal mit optional mit drin sehen, ist ganz klar auch ein Screening einer relevanten Softwarelösung, weil Sie eben dieses Reporting jedes Jahr von 2026 an mit durchführen müssen. Und Sie können das natürlich nicht jedes Jahr manuell erheben. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr zielorientiert, diese gesamte Thematik auch toolbegleitend direkt mit zu unterstützen. Sollten Sie das eben noch nicht direkt mit einführen wollen, weil Sie Ihre Organisation auch nicht überlasten möchten, können wir das natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt mit angehen. Was auch möglich ist, wenn wir uns die beiden optionalen Punkte mit angucken, dass wir natürlich auch noch mit gewährleisten können, den Report mit einer Marketingagentur zu veröffentlichen und natürlich dieser verpflichtende Aspekt, vor allem die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfung, was ein sehr, sehr umfänglicher Aspekt ist, den Sie jetzt im Rahmen der einzelnen Deep Dives in die Module nochmal mit entdecken werden.